Willkommen hier zurück. Die letzten zwei Videos waren sehr gut in der Zeit, obwohl ich nicht wusste, wann ich das Ganze beendet habe. Jetzt weiß ich es auch, wenn ich es angefangen habe. 19.15 Uhr. Das heißt, um 19.35 Uhr ist hier wieder ein Cut. Ich hoffe, ich vergesse es nicht. Bist du Bear? Nikki schickt mich. Eines Tages heirate ich das Mädel. Bear Donnelly. Ich verdanke Nikis Paar alles. Soll für ihn die Robert Doe Fleischfabrik im Auge behalten. Wer hat da drüben das Sagen? Ein Spinner namens Sonny Blue vermietet den Kredithaien des Schlachters ein Zimmer. Den Schutzgeldleuten auch. Wenn sie da nicht wüten können, gehen sie damit auf die Straße. Ist Sonny vielleicht gerade in der Fabrik? Scheiße, nein. Sonny kommt nur vorbei, um seine Leute zurechtzubiegen. Aber einer der Jungs, Ralph heißt der, hat wohl Geld unterschlagen. Sie prügeln drüben im Schlachthof auf den armen Bastard ein, um herauszufinden, wo er es versteckt hat. Könnte nützlich sein, ihm den Arsch zu retten. Mal sehen, was Sunnys Affen so ausspucken. Pass auf dich auf, Bear. Die Blues-Leute haben Angst vor ihm. Die reden nicht. Mach denen also mehr Angst vor dir. Wenn irgendein armes Schwein Sunny Geld schuldet, kriegt er schon bald Besuch von dessen Schlägertrupps. Finde diesen Parasiten und schaff sie beiseite. Nee, nee, das lassen wir lieber, sonst gibt's noch Ärger. Gut, jetzt müssen wir wieder irgendwo anders hin. Sprechen wir mit Nikki. Hallo, ich hab's ausgewählt. Offensichtlich nicht. Also, dann wählen wir ein Ziel. Ach. Ach, da waren wir ja gerade eben. Aber da will ich doch hin. Naja. Also so ganz bin ich nicht glücklich mit Mafia. Ich habe es mir besser vorgestellt. Vielleicht hatte ich irgendwie zu hohe Erwartungen. Und habe das Spiel zu sehr gehypt und finde es jetzt scheiße. Oder ja, ich weiß nicht. Irgendwie hätte ich jetzt mal ein bisschen einen Ticken besser gewünscht. Aber gut. So ist es halt nun mal, ne? Hi. Frisch aus für einen, der einen Kopfschuss kassiert hat. Was soll das denn jetzt heißen? Die spinnt ja wohl. Was ist das? Gut, machen wir. Vollstrecker. Wollen wir mal. Wie weit? 500 Meter. Gut, das geht. Gibt Schlimmeres. Das gibt Schlimmeres. Nettes Auto. Ist jetzt meins. Hey, 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 stehen bleiben. Danke, tschüss. Ah, netter Flitzer. Genau mein Stil. Die Farbe ist toll. Hat einen guten Sound. Er fährt einigermaßen schnell. So liebe ich das. So, jetzt geht es endlich mal wieder ein bisschen Action ran. Ein bisschen Tumult. Komm, komm. Viele Stellen zum Nachsehen. Sehr schön. Das ist beschissen. Hey, wer ist der Kerl? Nein.
ducken. Okay, suchen wir woanders weiter. Sehr gut. Ich sage, wir versuchen es in dem Bereich. Was zum Geier war, schnappt euch diesen dämlichen Hurensohn! Na komm! Absag dem Arschloch, gute Nacht! Das glaube ich allerdings nicht. So, komm, Junge. Mach mich nicht schwach. Leg dich schlafen. Hey, hab. Oh, weia. Gut, zwei haben wir erledigt. Den dritten hätten wir erledigt. Komm, duck dich! Du gehst nirgends hin. Was ist mit dir los? Brechen wir auf. Zack. Jawohl. Wenn er nicht mehr hier ist, gebe ich keinen Fliegenschiss auf ihn. Boom. Habt ihr mich gesehen? Das, was von dir übrig bleibt, verfüttere ich an meine. Was willst du? Ich habe sie nicht verstanden. Leider habe ich nichts gehört. Gut. Ich weiß doch, dass du nicht hierher. Och, wolltest du gerade telefonieren? Deiner Oma. Mit deiner Oma lege ich mich an. Okay, laufen wir nochmal zurück. Überraschung. Ich hätte nicht gedacht, dass wir so gut fahren. Oh. Das ist toll. Waffen, Schutzweste, Munition. Gibt nichts Schöneres. Oh, die Karte. Ich höre doch was. Oh. Haben wir es geschafft, oder was? Scheint so. Gut, gehen wir woanders hin. Da steht mein Wagen. Hoffentlich. Ja. Nee, das war er ja gar nicht.
Da. Das war eventuell... Das war richtig. Gut, also fahren wir zum nächsten Schwarzbrennerlager. Ist aber ein bisschen entfernt, aber macht ja nichts. Können wir trotzdem hinfahren. Was habt ihr denn? Jetzt muss ich gerade noch mal kurz was auf dem Handy schauen. Okay, gut. Okay. Ja. Oh! Scheiße! Mein Wagen! Das gibt's doch nicht. Zack! Der steht schief. Scheiße. Komm, dann nehmen wir den. Nee. Sonst holt noch jemand die Polizei. So, und jetzt los hier mit diesem Antennenschieb. Ich habe nicht mehr viel Zeit. 10 Minuten. Ich habe meinen schönen Wagen versenkt. Und das kommt davon, wenn man während dem Autofahren am Handy spielt. Ob in der Realität oder im Spiel. Das kommt von so etwas. Big Break. Immer noch 3000 Meter. Oh weia, wo fahren wir da nur hin? Das ist eine berechtigte Frage. Ich hoffe, dass sich die Fahrt lohnt. Aber ja, der Wagen, der ist jetzt gar nicht so schlecht. Das ist eigentlich verhältnismäßig ganz in Ordnung. In der Zwischenzeit kann ich noch lernen. Druckrezeptoren in der Gefäßwand. Aorta, Gefäßwand, Hauptschlagader. Sie messen regelmäßig die Dehnung der Arterienwände, melden Abweichung vom Sollwert ans Blutzentrum. Die Blutdrucksteuerung ist einmal die kurzfristige Blutdruckregulation. Die tretet sofort in Kraft. Der Sympathikus wird aktiviert als Reflex über das verlängerte Rückenmark. Und ist innerhalb von Sekunden da. Erhöhung des Herzvolumens und Gefäßengstellung. Dann die mittelfristige Nierendurchblutung sinkt. Es werden Hormone freigesetzt, gefäßverengende und Blutdruck steigernde Wirkung hat das Ganze. Dann die langfristige reguliert das Blutvolumen über die Niere. Ausschüttung von Hormonen und eine Druckdiurese. So ein Scheiß muss ich lernen. Das ist ein hochgequirlter Bullshit, ist das. Oh, kann das sein, dass wir an den Ursprungsort von Mafia hinfahren? Ich glaube schon. Da haben wir angefangen, ne? In so einem Art Lagerhaus. Wir müssen noch 27.200 Schaden machen. Das kriegen wir hin. Das kriegen wir hin. Ganz sicher.
Nu, weg! Wie weit ist es denn noch? Du wärst schon lange da, wenn ich den einen Wagen dich an die Wand gefahren hätte. Also kurzfristige Blutdruckregulation. Tritt sofort ein, Reflex übers verlängerte Rückenmark, Gefäßengstellung, Aktivierung des Sympathikuses. Reagiert in Sekunden. Erhöhung Herzvolumen habe ich noch vergessen. So. Endlich, nach 5 Minuten Fahrt dürfen wir endlich auch mal sagen, wir sind da. Ja, ich bin schon weg. Ducken. Geht nicht. Also schleichen wir. Dreh um, Kleiner. Bist du hier? Nee, meine Oma ist da. Und du darfst Opa spielen. So ist brav. Der Nächste hat schon gar keine Lust mehr zu kommen. Okay, es ist glaube ich am sinnvollsten, wenn wir übers Wasser angreifen. Ja, unbefugtes Betreten, ich weiß, ich hab's mitgekriegt. Oha. Gehen wir da mal hoch. Komm. Verdammt merkwürdig. Ja, finde ich auch. Sei ruhig. So ist gut. Leg dich schlafen. Bestimmt müde. Cool. Was ist da drin? 5000. 250. Ja, gibt auch Geld. Ist gut. Was habe ich da gerade gehört? Habt ihr das gesehen? Komm rein. Ja, können wir da liegen lassen. Oh, der hat gleich zweimal. Gut. Lassen wir das mal hochgehen. Der hat einen Kopfschuss kassiert. Wo sind die nächsten? Ja, wollt ihr mich verarschen? Was war das denn? Da ist ja nichts passiert. Okay, sieht wohl so aus, als ob wir... Na, hör mal, bevor wir unsere Munition vergeuden, nehmen wir doch deine Pistole. Ja, endlich. Ich habe schon gedacht, das wird nie was. So, dankeschön. Was ist das für eine Marke? Okay. Toll, jetzt geht's zur nächsten. Wollen wir mal. Ja, jetzt ist auch schon wieder... Ach komm, wir fahren mit unserem Wagen. Zeit für einen Cut. Na, einmal eine Wiederholung. Also... Druckrezeptoren in der Gefäßwand, Aorta und Halsschlagader messen den
messen regelmäßig die Dehnung der Arterienwände. Weichen oder melden Abweichungen an das Blutzentrum weiter. Kurzfristige Blutdruckregulation. Aktivierung des Sympathikus als Reflex übers verlängerte Rückenmark. Gefäßengstellung tritt sofort in Kraft innerhalb von ein paar Sekunden. Ja, mittelfristig. Hormone werden freigesetzt, gefäßverengende und blutdrucksteigende Wirkung hat das Ganze. Und Nierendurchblutung sinkt. Ich muss das heute noch intus haben. So, jetzt fahren wir aber erstmal da rein. Und jetzt haben wir noch 12.000, das heißt maximal noch zwei Geschäfte kaputt machen. Dann hätten wir es geschafft. 1000 Meter Fahrt haben wir noch vor uns. Ich bedanke mich dann einmal fürs Zuschauen. Lasst doch eine Wertung da. Dann freut sich der Malcoxy und schreit Hurra. So, 900, was? 900 Meter, immer noch. Das gibt's ja gar nicht. Das kann doch nicht wahr sein. So, los, komm, farm. Jetzt sind wir wenigstens hier wieder auf einer öffentlichen Straße. Ich finde scheiße, wenn man krank ist. Das ist kacke. Krank sein ist nicht gut. Ja, es macht's nicht besser. Auf Wiedersehen und bis zum nächsten Part.